Am Freitagabend fand in der Kaltumer St. Severin-Kirche zum 16. Mal das Sommerkonzert der Deutschen Stiftung Musikleben statt. Die Stiftung fördert seit 1962 musikalische Ausnahmetalente ab dem 12. Lebensjahr. Die vielversprechenden jungen Preisträger und Stipendiaten gaben ein klassisches Konzert in der alten Seefahrerkirche. Der Eintritt zur Veranstaltung ist traditionell frei, um Spenden für die Stiftung wird gebeten. Zahlreiche, auch prominente Freunde und Förderer der Stiftung Musikleben kamen nach Kaltum. Nach dem Konzert fand rund um St. Severin ein lockerer Empfang statt. Die Konzertbesucher kamen mit den jungen Musikern ins Gespräch. Der prominenteste Gast des Abends war Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble, der regelmäßig seine Urlaube auf Sylt verbringt.